So, okay. Noch starten. Kaffee umrühren, mit der Kaffee trinken. Balsam für die Seele. Das wird gut. So, willkommen in Episode 2 von Doom Ultimate. Und wie gesagt, normalerweise starten würde man jetzt über das Menü mit Episode 2 und hätte dementsprechend aber ja, halt den gesamten Fortschritt, was Waffen angeht, komplett verloren. Und dementsprechend war das halt meine Intuition, das genauso wie, das war auch der Grund, weswegen man das denn in Doom 2 abgeschafft hat, weil ab Doom 2 gab es ja keine Episoden mehr, sondern Map 1 bis Map 30 war fortlaufend. Wahrscheinlich, weil sie gemerkt haben, dass das mit diesen Episoden, dass man immer wieder alles verliert, blöd war. Und genau deswegen umgehe ich das jetzt hier auch. Kleiner Tipp, in Vanilla Doom konnte man das damals nicht umgehen. Da hat man wirklich gnadenlos von vorne anfangen müssen. So. Nichtsdestotrotz. Ach du Kacke. Wieso haben die alle Plasmawaffen? Leute. Oh. Ach, das war der Fehler. Ja, okay, okay. Ich habe noch diesen kleinen Turm aufgestellt gehabt, den ich bekommen hatte. Das war kein Ding. Und da sind drei Typen rausgekommen. Die haben mich unterstützt. Deswegen waren am Ende auch so viele von diesen grünen Typen da. Und diese, die durch diesen Ding rauskommen, die werden nicht gespeichert. Das heißt also, die sind jetzt beim Map-Wechsel verloren gegangen. Sondern ich habe nur noch die, die ich so befreit hatte. Dementsprechend ist dieser kleine grüne Turm eigentlich eine komplette Verschwendung, weil man hat davon nichts. Denn die gehen komplett verloren. Deswegen werde ich jetzt das hier. Für das Spawnverhalten, es ist wie folgt. Normalerweise gab es ja diese Kugeln, die einen unsichtbar machen. Diese vernichtet Project Brutality und ersetzt diese durch andere Items. Entweder durch solche Stäbe, an denen die Dinger festgekettet sind, die man befreien kann. Oder halt diese kleinen Stäbe, die ich in der letzten Map auch hatte, wo dann Leute spawnen. Oder aber diese Sentry Gun. Und ich mache das halt immer so, wenn so ein Stab kommt, ja, dann nehme ich den nicht, sondern nehme halt selber so eine Sentry Gun, weil eben der Stab, der ist komplett useless, da die Monster gleich direkt nach der Map wieder verschwinden. Und diese Sentry Gun, die kann man halt immer wieder mitnehmen. Genauso wie diese Typen halt auch immer wieder mitkommen. Und auch diese Sentry Gun hat ein begrenztes Leben. Sieht man das gerade nicht? Ach ja, stimmt, ich habe ja dieses Hub gar nicht aktiviert. Also auf jeden Fall hat auch diese Sentry Gun begrenztes Leben. Man muss also aufpassen, dass man den nicht irgendwo komplett in Feuerreichweite stellt und dann alles gleich auf Flucht schießen können. Sondern dass es ein bisschen verdeckt steckt. Dass die Sentry Gun zwar die Gegner angreifen kann, die Gegner aber nicht die Sentry Gun. Yay! Leute! Ah. Wobei die ganzen Tricks zueinander stehen. Die knutschen sich ja fast. Das ist ein bisschen übertrieben. Nein. Nein? Dachte wollte ich. Das sieht besser aus. Die zielen weiter nach vorne. Aber die hier, die küssen sich ja fast. Das ist ja. Naja, gut. Und ich werde drüber nachdenken. Oh, wow. Was? Hä? Leck mich. Oh, da war noch eine. Wow, jetzt nochmal zwei hat, kommt wieder stark auf Schlag. Ist ja wieder logisch.
Habe ich ihn jetzt hier pausiert? Ja, habe ich. So, okay. Gut. So, die da oben lasse ich mal abschießen. Das war gut. Oh, Alter. Ha, geschafft. Ich komm. Gott. Ja, wie man sieht, Episode 2 wird schon schwieriger. So, hier war Kakodemon. Achso, ja. Da kann man natürlich normalerweise nicht rauf, sondern muss erstmal diesen Schalter hier drücken. Da, da kommt eine Leiter. Eine Treppe. Es war also alles legitim. So. Achso, was ich noch sagen wollte, wie gesagt, wenn man die Waffe jetzt so stellt, dass sie sehr gut vom Gegner getroffen werden kann, dann kann die Waffe auch kaputt gehen. Deswegen immer schön drauf aufpassen, wie ihr die Waffe aufstellt, damit, wie gesagt, die Waffe schön die Gegner treffen kann. Hä? Damit die Waffe die Gegner treffen kann? Ja doch, ist richtig, genau. Die Gegner aber die Waffe nicht. Nein, das wollte ich gar nicht, das wollte ich. So, perfekt. Warum gar nicht mal so schlecht? Gut, ich hätte noch mal ein bisschen nach Munition rumgucken können, aber muss ja nicht sein. Achso, und noch ein kleiner Nachteil. Ihr könnt von der Sentry Gun maximal eine nehmen. Also laut den Spieldaten ist es so vorgesehen, dass man eigentlich bis zu 3 nutzen kann. Das heißt also, man kann bis zu 3 Sentry Guns aufnehmen. Das Blöde ist nur, es ist wahrscheinlich wieder ein Bug oder ist es tatsächlich so hirnrissig gedacht. Sobald ihr ein Level verlasst und ins nächste Level geht und ihr mehr als eine habt, habt ihr im nächsten Level nur noch eine einzige. Heißt also, diese Sentry Guns sammeln geht leider nicht. Also es geht, aber nur für das Level, in dem ihr sie gesammelt habt. Das ist echt ein bisschen scheiße. Aber gut, man gewöhnt sich dran. Gut, na dann, schau mit V.